So Leute, hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Kingdom Hearts 2. Es geht weiter. Ich bin zurzeit in Kingdom Hearts Laune und bin auch zuversichtlicher Dinge, dass ich dieses Projekt bald beenden werde. Ja, was mache ich jetzt in der Unterwelt auf einmal? Ich bin aus dem letzten Dungeon, also aus der Welt, die niemals war, noch wieder rausgegangen, weil ich noch ein paar Sachen nebenher machen möchte. Und zwar als erstes habe ich... Was ist das denn? Noch habe ich irgendwo gefunden. Ich habe erstmal überall in sämtlichen Welten alle Schätze geholt. Kann ich auch gerade mal zeigen, wenn man sieht, die Schätze, also alles komplett, 277 von 277 Schätze. Ich habe alle geholt, die ich im Laufe des Spiels auch vergessen hatte, und das waren auch einige. Ja, das ist so eine kleine Bibliothek aller Niemande, denen man im Laufe des Spieles begegnet ist. Habe ich aber auch schon alle entdeckt. Die Herzlosen hatte ich auch schon alle mal. Wie gesagt, das sind alle Herzlosen, die man besiegt hat im Laufe des Spieles. Auch sehr interessant. Die Karten habe ich auch alle gesammelt. Die Ansehenberichte sind komplett. Die Beziehungen sind alle komplett. Also wir haben sämtliche Charaktermodelle. Nun hier Maluxia, Laxen, also das sind jetzt Vexen, genau, nicht Vexen, Sexion, den gibt es ja auch noch, dann Saix, Xalding, Sigbar, Xemnas, Vexen, hier Laxeus, Luxor, Demix und Axel, das sind ja, und Roxas natürlich, das sind die Mitglieder der ganzen Organisation 13, das ist alles komplett. Aufgaben, da habe ich noch einiges vor mir, was ich noch tun kann, minispielmäßig. Das werde ich dann eventuell auch in einer Art Special dann am Abschluss machen. Ja gut, das sind jetzt die ganzen Kombos, was man da machen könnte, Itemherstellung. Ja, das ist ja alles nicht so wichtig. Wie gesagt, ich habe das einfach so mal gemacht. Übrigens habe ich jetzt auch alle Materialien zusammen, die ich für die Ultima-Waffe benötige. Die möchte ich mir ja auch zusammen basteln. Allerdings brauche ich nur noch ein Orichalcum Plus. Dieses Orichalcum Plus, soweit ich mich erinnere, bekommen wir hier in der Unterwelt von Hades. Und zwar hat sich ein neues Turnier uns offenbart, der Mäuren Cup. Ich kenne den gar nicht mehr, ich habe das total vergessen. Kämpfe Seite an Seite mit deinen Gefährten. Für dieses Turnier gelten keine allgemeinen Regeln. Mindest- oder Turnierlevel ist 53. Ich meine, wir sind auf Level 76 oder was, oder 78. Sollte eigentlich kein Problem sein. Trotzdem bin ich mal gespannt, was mich hier erwartet. Okay, es gibt keine allgemeinen Regeln, sprich keine Beschränkungen. Jede Runde hat andere Zielvorgaben und hält andere Überraschungen bereit, okay? Sammle Medaillons ein, um eine höhere Punktzahl zu erreichen. Benutze Kombos, um mehr Medaillons zu erhalten. Okay. Ja, ich sehe schon, da kommen jetzt allerlei Gegner, die wahrscheinlich jetzt auch nicht so einfach zu besiegen sein werden. Vor allem dieser Fette hier. Wow, 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 das kommt immer mehr. What the fuck? Okay, einer ist schon mal down. Und BAM! Ach, da ist noch einer. Und BAM! Wow! Der erste Kampf hat schon richtig in sich gehabt. Leute, Leute, Leute. Ich glaube, das wird schwer. Okay, das sind diese Gegner. Oh, stirb, du Hammerbastard! So, jetzt bist du dran, Kollege. Bam. Bam. Ah, okay, da musste ich jetzt auf die Zeit achten, wie es aussieht. Ja, bis jetzt läuft es auch eigentlich ganz gut. Besiege die Gegner, bevor alle Punkte weg sind. Ah, ich verstehe schon, das sind diese Bastardgegner. Verrecke! So, was haben wir da? Blumen. Ich hasse diese Blumen. Hey, Goofy! Vielen Dank. Vielen Dank. Okay. Oh, meine Lieblingsgegner.
meine absoluten Lieblingsgegner im Spiel. Regt mich ja jetzt schon wieder auf, ey. Frag nicht wieso, aber ich hasse diese Gegner. Das habt ihr auch schon öfters mitbekommen. Oh! Ich könnte eigentlich Refleger einsetzen. Warum mache ich das nicht? Weil ich es immer verschwitze, ganz genau. Das ist der Grund. Ja, der Meurencup. Ich hatte überhaupt keinen Plan mehr von dem Cup, echt. Oh nein, nicht Schamanen. Oh, hier kommen ja die Creme de la Creme der Bastardgegner, du. Stirb. Und der letzte von euch. Nein, der vorletzte. Hey, sogar niemand gibt's hier. Mann, was machst du, Sora? Greif doch an. Oh Gott. Stirb. Oh no. Töte ihn, bevor er angreifen kann. Noch mehr von denen. Drei Stück, ich glaub's ja wohl. Danke. Irgendwie komme ich mit dem, sag mal, mit der Steuerung nicht mehr. Ah, oh, verpiss dich doch, du Bastard. Meine Güte. Was für Scheißgegner. Ich weiß nicht, wie viele Punkte man hier haben muss oder haben soll. Kein Plan. Was kommt jetzt? Besiege die Gegner, bevor die Zeit abläuft. Sollte kein Problem sein. Ja, komm her. Du fette Wampe, du. Oh, 12 Sekunden hatte ich noch. Ja gut. Kein Problem. Was kommt jetzt? Besiege die Gegner, bevor alle Punkte weg sind. Ah, nein, nicht diese Gegner. Ich hasse sie alle. Stirb! Ja, super. Genau deswegen hasse ich diese Gegner. Oh mein Gott. Aber doch, ich habe kein Problem bis jetzt. Also geht, es läuft. Gehe nicht K.O., bis die Zeit abläuft. Ach, das hatten wir doch schon mal. Ach, ist das langweilig. Und auch noch weniger Zeit. Letztes Mal musste man länger überleben. Von dem her sehe ich da kein Problem. Weiß nicht. Letztes Mal habe ich, glaube ich, sogar alle besiegt, genau. Ja, sehe ich jetzt kein Problem drin. So, was kommt jetzt? Oh, ich bin gespannt. Ich kann mich überhaupt nicht mehr daran erinnern. Kämpfe im Dunkeln. Ah ja. Soll wohl eine Scherz sein. Autos. Diese Autos hasse ich auch wie die Pest, du. Okay. Ist nur noch du übrig? Ja, ja. Das hasse ich nämlich. Wenn er jetzt nämlich hier so rumrast, ist er unverwundbar. Ich bin gespannt, was ich bekomme nach diesem Kampf. Ich bin gespannt, Leute. Ich bin aufgeregt. Gegen Hades. Soll ich nicht mit... Aha, okay. Also, Gegner kommen immer wieder. Ich soll also mich auf den Boss fixieren. Na gut, Hades war ja nicht so, Hades war ja noch nie besonders stark. Von dem her. Wo bin ich denn? Ach, da bist du. Oh, was? Wie siehst du den Bastard an? Mein Gott, ne. Halt die Fresse, Hades. Du Bastard! Oh Gott, war der leicht. Oh mein Gott! Das war der letzte Fight?
Der Mäurenkap. Ja, das sind diese drei hässlichen Hexen. Genau. Ja, die Mäuren. Ich bin eigentlich der Meinung, die hießen irgendwie anders. Hießen die nicht irgendwie Schicksalsgöttinnen oder... Also ich habe keine Ahnung. Gut, der Mäurenkap erledigt. Bam! Was bekomme ich? Unheilbringer. Unvergleichliche Magiekraft. Erhöht die Angriffskraft während der MP-Aufladung und ermöglicht endlose Kombos. Ah, kein Kombo-Abschlussangriff wieder möglich. Und Urikakum Plus! Oh! Leute, heißt das wirklich, ich kann jetzt die Ultima-Waffe herstellen? Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Itemherstellung abgeben. Okay, Formelanalyse. Oh! Ich kann die Ultima-Waffe. Ja, mit dem Energiekristall werden die Orikalkum Plus. Man braucht eigentlich 13, es gibt aber nur 7, also wird die Menge halbiert und... Ich habe das Ultima-Schwert! Bam, Leute!